Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Let's Plays vom Spiel Minecraft. Ja, in der letzten Folge haben wir ja im Nether ein Tor gebaut, dass wir hierher kommen in das große Fichtenbiom. Sieht man hier. Und hier unten, genau, sieht man noch, hier war das Tor gestanden. Bisschen ungünstig, ziemlich weit unten, ziemlich dunkel das Ganze. Ich wollte es eigentlich hier haben und ja, ich habe es einfach mal hierher gebaut. Hier drunter, nehmen wir kurz Erde. Hier sieht man jetzt ein Loch drunter. Das habe ich einfach mal zugemacht, eine Fackel reingesetzt, dass hier keine Zombies und sonstige Viecher spawnen. Und ja, ich würde sagen, hier das werden wir mal irgendwann später mal richtig schön ausbauen. Da ist ein Creeper. Und da war auch, da ist auch einer. Habe ich schon vorher gesehen die ganze Zeit, aber er hat mich nicht gesehen. Und hier, ich habe mich ein bisschen umgeschaut. Also, ich bin nicht. Ah, okay, hier ist ein Zombie-Prinz. Hier war zumindest gerade einer. Das sind überall kleine Höhlen. Hier kann man sogar dann durchlaufen. Also, richtig geil. Hier werde ich so ein kleines Wegesystem irgendwie anbauen, habe ich gedacht. Das war quasi. Hier mal einen Tunnel rein, dann geht man hier rüber, von dort dann hier zum Wasserfall, hinter dem Wasserfall durch. Dann irgendwie, muss aufpassen, dass ich selbst nicht runterfall. Da ist der Creeper. Dann irgendwie darauf, dann eine Brücke rüber, dann hier oben, wieder darauf, dass man dann irgendwann mal vielleicht auch hier dann rüber bauen können. Also richtig cool. So ein bisschen verwinkelte Gassen und vielleicht mit einem Minecart bauen. Wäre schon ganz lustig. Aber erstmal muss ich das, dass ich so schnell daherkomme, muss ich erstmal ein kleines Wegesystem anbauen. Okay, hier ist nichts drin. Ist auch nichts drin. Kohle haben wir auch nicht. Das und das brauchen wir noch hier dann. Genau, es fehlt noch ein Biom. Und zwar das Wüstenbiom. Oh, oh. Hier schon ein Gast. Da vorne ist einer. So, kurz auf die Koordinaten wieder schauen. Wüstenbiom. Meer habe ich dazu geschrieben. Aufpassen, dass er nirgends ein Gast reinschaut. Okay, das Zombie-Pigman. Ist keiner. Puh, bisschen gefährliche Situation gerade. Also, wo muss ich hin? Meer. X-Koordinate. 230. Minus. Minus 230. Also quasi geradeaus. Und dann. 74 ist klar und dann minus 366 ist dann quasi in diese Richtung. So, Bogen. Ich habe nur 5 Pfeile. Wo ist der Gast? Ich höre ihn auch die ganze Zeit. Hä? Verarschen? So viele Zombie-Pigmen. Da vorne ist er. Daneben. Was eher in diese Richtung, schätze ich mal. Hier wieder ein paar Fackeln. Hoffentlich ist der richtige Weg. Oh. Daneben. Daneben. Treffer. Zum Leveln. Oh. Okay, die Experience-Punkte fallen gerade runter. Oh, minus 366, da bin ich schon zu weit. Lauf wieder zurück. So, und jetzt minus 230 in diese Richtung.
Ah, quasi da vorne auf der Insel wahrscheinlich. Geht mir die Fackel wieder weg. Irritiert sonst nur. Würde sagen, lauf einfach mal hier entlang. Jetzt hier eine Fackel dann als Markierung. Ist eh alles ziemlich dicht beieinander. So, 366, 230, 230. Ach, da hinten ist er. Ah, ich habe Schädel noch drin. Oder nee, schon weg. Wäre hier. Also ein bisschen zu weit entfernt. Treffe ich wahrscheinlich nicht. Und 366. Ist denn da unten irgendwo? Treffer. Und? Ah, fast. Ah. Ups. Ich habe keinen Fell mehr. Schandisch. Okay, muss da runter. Minus 230. Minus 366. Wo ist der Gast? Weg. 233. 160, sind wir hier, genau. Oh, gefährlich. Quasi hier ist das Tor. Oh, komm, geh bitte weg. Ich schieb dich einfach mal ein Stück weg. So, danke. So, eins. Jawohl, vielleicht kommt da noch mal ein Gast und zündet es an. Ja, cool. So wie letztes Mal. Ja, witzig. Er schießt auf das Tor, beziehungsweise er zielt auf mich, schießt, trifft aber das Tor. Ich habe keinen Werkpunkt dabei. Nein! Okay, Tierspitzhacke geht auch. Er schießt auf das Tor, schießt auf mich, zielt auf mich, trifft das Tor aber. Zünde das Tor gleichzeitig an. Genial. Okay, Koordinaten können wir wegmachen. Brauchen wir nicht mehr. Okay. Oh, ich habe nichts mehr. Das war das Ganze mit dem Stein. Sagen, gehen wir einfach mal ins Wüstenbiom. Feuerzeug habe ich dabei. Mal schauen, welche Uhrzeit da gerade ist. Oh oh. Fuck, wo ist der? Da vorne. Scheiße, rennen. Zieh er mich? Nee, er sieht mich nicht. Puh, gefährlich. Okay, das ist aber nicht das Wüstenbiom, was ich bestellt hatte. Ich wollte eher an die Oberfläche und nicht in den Untergrund. Schaut mal, da geht's rauf, oder?
Wo bin ich überhaupt auf welcher Ebene? 68. Hä, bin ich mitten im Berg drin? Merkwürdig. Habe ich eine Postleitzahl vertan oder wie? Oder? Hier geht's auch auf. Ah, hier war ja gerade oben. Hüp, hüp. Ja, bleibt nichts anderes übrig. Tor wieder abreißen. Wieder eins. Eine Ebene höher gehen. Oder wo sind wir eigentlich? Auf welcher Ebene? Koordinaten schauen. 1800. Okay, 20 Blöcke daneben. Und so sind wir 100 Blöcke daneben. Ui. Verstehe jetzt auch nicht ganz, warum das nicht ganz funktioniert hat. Oh, das dauert wieder. Das letzte Nether-Tor von unserem kleinen Netzwerk. Dann kommen wir ganz schnell in die Wüste zum Sand holen, wenn wir Glas machen wollen, oder ins Fichtenbiom, um Fichtenholz zu sammeln oder sonstige Sachen zu besorgen. Genau, Wölfe. Wölfe gibt es ja im Fichtenbiom. Die können wir dann zu Hunde züchten. Das haben wir ja schon mal gemacht. Aber irgendwie, der Hund, der wollte irgendwie nicht. Ich glaube, der ist gestorben, der ist irgendwo runtergefallen, weil ich ein bisschen zu schnell war. Schade. Ich habe noch 12 Fackeln, sehe ich gerade. Ah, jetzt habe ich aufgehört. Okay. Schneller, schneller, schneller. Jawohl. Ah, oh, dauert das lange. Obsidian. Das härteste Material in Minecraft. Ja, nicht ganz. Also das härteste, was man abbauen kann im normalen Modus. Natürlich gibt es noch Bedrock. Also Grundstein, wie es auch heißt. Schon ein bisschen schwieriger aufzubauen. Also man kann es nicht abbauen im normalen Modus, sondern nur durch Bugs kann man irgendwie hindurch. Zum Beispiel im Nether, also wo wir jetzt sind, da kann man ziemlich knapp un unter der Decke, weil im Nether ist der Bedrock, das Grundstein auch an der Decke oben, kann man quasi vier Erdblöcke hinmachen, dann setzt man seinen Schwarzeichen-Setzling, beziehungsweise vier Stück setzt man hin. Oh, Skelett. Dann mit Knochenmehl sorgt man dafür, dass es schneller wächst, das Ganze. Hi Zombie, alles klar. So, oh Creeper. Wow, Glück gehabt. Hoffentlich geht's hier nach oben. Anscheinend nicht. Eher nach hinten. Okay, Fackel. Fackel nehmen wir mal mit. Schnell was essen. Ja, Fackel in die Hand nehmen. Da drüben geht's bestimmt raus. Hip. Oder darauf. Gut. Mal schauen. Okay. Falscher Weg. Hätte sein können.
So, nehmen wir Fackelenthand. Was ist hier? Spinne! Das ist mir, okay. Oh, ich habe ein Skelett schon gesehen. Das ist die Wüste. Ja, okay, so weit waren wir gar nicht entfernt, sehe ich gerade. Bleib stehen, wenn ich töte. Enderman. Oben ist er. Den will ich unbedingt holen. Verarschen? Okay, dann halt nichts. Da unten ist ein Creeper. So, irgendwo wollte ich das Tor einbauen. Ich glaube hier auf die kleine Erhöhung. Hinten ist ein Creeper. Das ist ja weit genug entfernt, oder? Ja. Der interessiert sich nicht für mich. Nee, tut er nicht. Hier ist ein Zombie gestorben. Zuckerrohr, Zuckerrohr. Wow, was für eine geile Landschaft. Auf jeden Fall, ich glaube, Sand haben wir hier genügend. Dann wollte ich hier, glaube ich, das Tor hinbauen. So ein bisschen weiter hinten. Ja, 1, 2, 3, 4. Zack, zack. Das bisschen wegmachen. Hier kommt das Tor hin. Boah, Inventar randvoll. 4. Zack, zack, zack. Zack. Ich weiß, das Tor würde kleiner auch funktionieren, aber ich mache es ja gerne ein bisschen größer. Weil es schaut schöner aus. Okay, hier die Umgebung noch ein bisschen ausleuchten. Ich weiß, auch wenn es taghell ist. Halt, das jetzt mal weiter drüben. Jawohl. Läuft. Dann haben wir jetzt auch ein Tor erstellt. Das können wir gleich mal anzünden. Fackeln habe ich wieder keine mehr, aber dafür drei Äxte. Sehr schön. Sandstein. Verarschen. Brauche ich nicht. Sand brennt auch, aber nicht lange. Ein Bogen. Hä? Wo habe ich den her? Von Skelett wahrscheinlich. Okay, das ist Zeug aus dem Nether. Ein Eichenholz. Verbrennen. Jawohl. So. Ich würde sagen, laufen mal durchs Tor. Wieder zurück. Mal schauen, was schaffen wir. Lebend. Oh. Du Arsch. Boah. Mach wieder ein Schilder weg. Ich habe keine Pfeile. Ja, doch, einen Pfeil habe ich. Oh. Was ist das? Habe ich ihn getroffen? Cool. Eine Fackel habe ich. Kette hin. Eine Kette dahin, eine dahin. Ich hoffe schon, dass ich wieder heimkomme. Irgendwie muss ich rauf. Hier weiter eine Treppe hin. Und jetzt ganz schnell nach Hause.
Oh, hier haben wir mit Fackeln ihren Weg gemacht. Hep. Hä? Ein Baby-Zombie-Pigman. Da hinten ist schon zu Hause, so weit sind die gar nicht auseinander. Ah, da kann man leicht mal irgendwie eine Bahn bauen. Ah, da braucht jede Menge Eisen für die Schienen. Gehen wir hier rein und hier wieder raus. So, gleich sind wir zu Hause. In der nächsten Folge nehmen wir noch ein bisschen Glas mit. Was brauchen wir sonst noch? Türen. Werkbänke, Kisten, Öfen. Cool, wieder zu Hause. So schnell geht's. Ja, beziehungsweise so lange dauert es, bis wir wieder zu Hause sind. Ich würde sagen, in der nächsten Folge tun wir das Ganze ein bisschen aufräumen, was ich alles gesammelt habe. Und dann die bereits vorher erwähnten Sachen wieder mitnehmen. Also Stein brauchen wir logischerweise noch. Eine Werkbank sowieso oder mehrere Werkbänke. Und sonst noch ein paar Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, hey, wieder zu Hause. Wie gesagt, das Ganze in der nächsten Folge. Also, macht es gut, bis dann. Ciao.